So, Mikrofon up, noch ausrichten. Bist du bereit? Ja. Dann jetzt für Nordrhein-Westfalen Viktoria Schei. Viel Spaß! Auf der Treppe kam ihm seine Mutter entgegen, kreidebleich und im Nachthemd. Sie sah aus wie ein Gespenst. »Wölfe!« rief sie. »Die Wölfe sind da!« Yuki stockte der Atem. »Sie haben ein Kalb gerissen!« schrie seine Mutter. Yuki wollte etwas sagen, etwas fragen, aber er brachte keinen Ton heraus. »Es war eine ganze Horde!« erklärt seine Mutter und zupfte hektisch an ihrem Nachthemd herum. »Ein Rudel«, murmelte Yuki. »Was?« »Es heißt Rudel.« Seine Zunge fühlte sich eigenartig schwer an. War es seine Schuld, dass die Wölfe hier aufgetaucht waren? »Ich muss nachsehen, nach ihnen sehen.« Seine Mutter starrte ihn an, als hätte er den Verstand verloren. »Du musst was? Du gehst da nicht raus?« bestimmte sie. »Du verlässt das Haus nicht und gehst keinesfalls in den Wald.« Ihre Stimme kreischte, sie überschlug sich beinahe. Yuki sagte nichts dazu. Sie hat ihn nicht gefragt, also musste er nicht antworten. Einen Augenblick lang wollte er sie in den Arm nehmen und drücken, damit sie sich beruhigte. Vorsichtig streckte Yuki die Hand nach ihr aus. Doch sie bemerkte es nicht. »Oh Gott! Fienchen! Sie ist bestimmt aufgewacht bei dem Lärm!« Seine Mutter stürmte die Stufen hinunter und Yuki folgte ihr. Gemeinsam standen sie im Flur und lauschten. Es war nichts zu hören. »Ist den Wölfen was passiert?« fragte Yuki schnell. »Den Wölfen? Keine Ahnung, wieso fragst du das? Sei mal froh, dass sie deine Schwester nicht gefressen haben!« »Er hat auf sie geschossen«, flüsterte Yuki mehr zu sich selbst. »Knut hat sie vertrieben«, sagte sie stolz. »Diese Bestien!« Viktoria Schei! Bleib noch einen Moment.